Ja, die Serie, die Sie hier auf der Spark Art Fair ausstellen, heißt Federleicht. Sie spielen dabei mit verschiedensten Materialien, mit Tageszeiten, mit Farben und auch mit sozialer Isolation. Vielleicht könnten Sie die Serie vorstellen. Ja, also titelgebend ist eben Federleicht und es ist eben so eine Diskrepanz, die ich eigentlich auch mit dem Material ausdrücken will, zwischen Anmut und Leichtigkeit, aber auch Schwere. Und das eben auch in einem psychologischen, einem sozialen Kontext setze. Also dass die diese vermeintlich, wenn man so auf den ersten Blick hinschaut, vielleicht auf die Fotografien, wirken sie eben ein bisschen leicht oder schwerelos oder anmutig, aber auch vielleicht ein bisschen romantisch. Aber wenn man da näher hinschaut, kommt so ein Moment der Unheimlichkeit, der Gestus des Alleinseins. Ich versuche immer auch ein bisschen da beide Elemente des Alleinseins auszudrücken oder reinzunehmen, weil ich auch beides kenne. Also dieses Solitude and Loneliness, die gewählte oder die nicht gewählte Einsamkeit. Und ich denke, das ist auch ein Tabuthema noch bei uns oder ist es ein gesellschaftliches Thema, was mich tangiert und was ich auch täglich beobachte und auch in meinen Fotografien ausdrücke. Es ist auch oft ein Moment des Beobachtetseins oder sich unwohl fühlen, in diesen Bildern angelegt, Schatten machen was anderes als die Figuren oder eine Figur ist gesichtslos, aber man hat das Gefühl, sie schaut einen an und man kann eigentlich nicht in ihr Gesicht sehen. Ja. Die Wiener Sonnenuntergänge spielen auch eine Rolle in Ihrem Werk. Das war so der Aufhänger. Es gibt spektakuläre Wiener Sonnenuntergänge, besonders im Winter. Vielleicht hat das auch mit einer Luftverschmutzung zu tun, habe ich mir gedacht. Aber ein Sonnenuntergang, egal wo er stattfindet und egal wie spektakulär oder unspektakulär er ist, er kündigt eigentlich das Ende des Tages an. Und das ist auch so ein kunstgeschichtliches Thema eigentlich, dass dann die Nacht hereinbricht und einen die Dunkelheit umhüllt. Und abgesehen davon bin ich, diese Bilder sind analog entwickelt, in der Dunkelkammer auch immer von Dunkelheit umgeben. Die Dunkelheit kann eine Bedrohung sein, muss es auch nicht. Es kann auch eine Schutzhülle sein, ein Schutzmantel. In jedem Fall aber ist es auch eine Art von fast physischer Isoliertheit, also es umhüllt einen wie ein Mantel, ja, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, das lasse ich, also in meinen Arbeiten ist beides da, ja. Die Skulpturen, die wir hier zu Ihrer Rechten sehen, sind aus Beton, wirken aber trotzdem federleicht. Ja, das ist auch so gewollt oder gewünscht. Ich drücke eben diese Schwere, die manchmal so mitschwingt in den Bildern, dann auch mit den Materialien aus. Ich verwende kratzige oder kalte, schwere, harte Sachen, die aber auch nur auf den zweiten Blick dann doch sehr sensibel reagieren. Ich gieße die Platten zum Teil auch selbst. Und wenn man die selber gießt, dann merkt man, dass da Bläschen entstehen, dass das immer ein bisschen anders wird, je nach Charge, die man macht. Und ja, diese Betonplatten, auf denen ich belichte, haben interessante Oberflächen für mich. Ich habe sie jetzt wirklich bewusst in die Höhe gegeben, in die Höhe gesetzt hier und es scheint wie ein Papier im Wind ein bisschen zu schweben. Die Platte hat aber 13 bis 15 Kilo, ja. Sie haben sich auch für eine sehr farbenfrohe Collage entschieden? Genau, also Depression ist es nicht. Ich werde immer bunter auch. Ich bin mit meiner Technik an die Schwarz-Weiß-Fotografie eigentlich gebunden, weil ich mit einer Schwarz-Weiß-Emulsion arbeite. Aber ich habe auch begonnen, die Bilder nachzukolorieren. Das ist mir wichtig, partiell, um Dinge rauszunehmen oder zu unterstreichen. Und auch dieses Schleifpapier, das ich verwende, da gibt mir das Schleifpapier die Farbe vor. Also ich habe da nichts eingefärbt, sondern man findet wirklich im Baumarkt so ein oranges oder gelbes Schleifpapier. Beim Schleifpapier fasziniert mich eigentlich auch dieser Widerspruch, es ist ein Verschleißmaterial. Es ist etwas, was überhaupt gering geschätzt ist, aber wenn man das näher anschaut, dann wirken es wie Edelsteine, samtig, auch vielleicht smooth, aber es ist auch kratzig und widerspenstig. Diese Eigenschaften gefallen mir und finde ich passen auch sehr gut zu meinen Bildern.